Willkommen zurück zu Folge Nummer 3 von DC Universe Online. Wir machen weiter mit. Wir werden auf jeden Fall hier die Duos machen. Wollen wir uns anmelden? Oh, perfekt. Kommen wir direkt in die Hive-Basis mit dem extra goldenen Stern. Das heißt, wir kriegen noch eine extra Belohnung. Das freut mich natürlich. Sehr schön. Und ja. Wir haben jetzt ein 40er Combat Rating und der Typ mit uns ein 38er. Hey. Ja. Erstmal alles reparieren. Keine Ahnung, wie man das schreibt. Also es ist halt seine Dings. Ich kann leider nur schaden. Deswegen weiß nicht, wie sinnvoll es ist, wenn er heilt. Aber wenn er heilt mich, dann kann er das gerne tun. Ich will jetzt erstmal meinen kleinen Freund hier holen. Perfekt. Totenbiene. Wow, Killerbiene. Lass mich mal in Ruhe. Wir sterben hier. Ist nicht so gut. Ist nicht so cool. Aber ja, egal. Wir sind ja eh nur um die Ecke. Da haben wir uns ein bisschen übernommen. Ich habe mich mitgekriegt, dass er gerade nicht aufpasst. Wahrscheinlich war er gerade am Respecken und ich habe da nicht aufgepasst. Es tut mir leid. Den da unten kriegen wir auch noch. Ja, das letzte Mal, wo ich hier drin war, war ich mit einem höheren Combat Rating drin. Und deswegen, wow. Bin ich ja gerade ein bisschen reingestürmt. Weil es ja in Solos auch so gut ging. In Solos hat es ja echt funktioniert. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Okay. Wir haben kein Mal. Wir benutzen jetzt mal hier. Wir müssen das so machen. Weil anders geht es nicht. Wir haben wieder keine Energie. Boah. Nicht gut, wir sterben hier die ganze Zeit. Das ist echt nicht gut. Das ist halt hart. Wir sind genau auf derselben Stufe und dadurch, dass ein Duo ist, ist es noch ein bisschen härter. Aber da kann man nicht durch, da ist eine Scheibe. Ich sollte mal Sodas kaufen. Brauchen gleich doppelte Sodas. Wir kaufen uns, weil wir haben, glaube ich. Ja, wir haben noch die Supreme Coke. Reparieren wir mal. Jetzt sind wir nämlich auch fast pleite. Das ist nicht so cool. War der Erz hinbekommen? Wow, Major Honey Good ist hier. Dem gehen wir doch mal. Ich hätte lieber einen Controller als einen Healer. Weil dann hätte ich wirklich mal Energie, um irgendwas zu machen. Beziehungsweise eine Waffe wäre ganz cool. Aber wir haben doch Handblaster gedroppt. Haben wir die bekommen? Weil wenn wir die bekommen haben, dann kann ich nach der halt echt umspecken in Handblaster. Und die Handblaster benutzen, auch wenn Schild cool ist und ich mir jetzt extra gekauft habe. Aber ich glaube, Handblaster passt einfach besser zu mir und zu DPS generell, weil es halt einfach ranged ist. Klar kann man mit dem Schild auch Ranged Attacks machen, aber es ist halt doch eher für Minis gedacht.
Wahrscheinlich war es für Tanks gedacht am Anfang. Ja, richte Lufa aus, was du willst. Ich gehöre nicht zu LexCorp, falls du es nicht mitgekriegt hast. Okay. Ja, soll er nicht so viele pullen, dann geht das. Dann geht das. Wow. Wir haben mittlerweile auch wieder mehr Energie, also wir könnten im Notfall auch Fähigkeiten benutzen. Wir machen erstmal hier die Spezialeinheit von LexCorp kaputt. Geh schlafen. Den Arbeiter holen wir uns noch. Wow. Die Drohne habe ich. Oh, unser Kollege ist. Unser Kollege ist down. Gegangen. Okay. Da ist noch so eine Killerwine. Oh, wo kommt das her? Da oben ist noch ein Strahler, der greift unseren Roboter an. Das finden wir nicht so cool. Könntest du bitte unseren Roboter in Ruhe lassen? Da haben wir noch eine tote Biene. Dann nehmen wir noch mal Soda. Sind fast wieder full life. Und dann geben wir dem doch mal hier gerade eine Feuerentladung. In your face, my friend. Ist noch jemand hinterher? Ach, zwei von diesen Killerbienen sind da noch. Okay. Oh, das ist nicht so gut. Aber so müssen wir beide treffen, oder? Und weg mit dem. Nice. Wo ist unser Kollege eigentlich? Ist der schon vorgegangen? Nein, ist er nicht. Der ist irgendwo da hinten, oder? Stück. Alles okay. Können da Typen befreien, das ist gar kein Problem. Komm hier. Den Jäger holen wir uns. Mit vereinten Kräften sollte das ja kein Problem sein. Da ist er doch auch da. Weiteren Pistolen für Aufpasser. Das bringt uns nichts, weil wir sind Feuer, wir können kein Aufpasser sein. Bam. Vor dem habe ich jetzt nicht so Angst, das ist ja nur ein normaler Reiter. Okay, das auch. Da kann man mal reinspringen. Komm schon, springen auf den Boden. Nice. So. Hä? Wo bleibt der Typ? Was macht der? Warum geht er nicht weiter? Oh, tut mir leid, ich muss ihn trinken. Mein Hals ist halt echt mega trocken. Hab ich so viel getrunken in letzter Zeit. Können wir jetzt hier weitergehen? Können wir jetzt? Ja? Geht das jetzt? Können wir? Können wir? Können wir? Können wir? Danke. Ich muss nochmal einen Schluck trinken. Mein Hals tut halt echt weh. Wow. Ah, das tut gut. Mineralwasser. Mit Sprudel. Okay. Der kennt sich damit bestimmt aus und weiß, was wir machen müssen, damit die alle gleichzeitig leuchten. Weißt du was? Ich auch nicht. Probier es einfach aus. Was macht der? Okay, nein, den hier. Boah, easy. Meine Güte, bin ich ein Boss, sage ich euch. Oh shit, oh shit. Ich glaube, das sehen die anders. Ich glaube, das sehen die anders. Sehen die nicht anders. Die haben wir. Gar kein Problem. Okay, dann, hi. Wir machen hier weiter die Feuerentladung auf die Gegner. Warum hat er die so weit weggeschleudert? Oder waren wir das?
Schicken wir die Spezialeinheit da auch nochmal schlafen. Werfen wir ihn auch kurz schnell. Damit er uns nicht noch mehr nervt. So. Ich aktiviere mal den ersten Boss hier. Booster Gold. Also wer, wenn ihr die Kinderserie Batman the Brave and the Bold kennt, da finde ich Booster Gold richtig lustig. Also da haben sie ihn gut getroffen. Von wem wird die ganze Zeit angegriffen? Weiß ich nicht. Ah, von denen hier. Okay. Das haben wir gleich. Oh, Booster. Das ist nicht so cool, dass du Hologramm gerufen hast. Aber ist auch nicht so schlimm. Den geben wir gleich mal eine Flammenladung in die Fresse. Leider nur eingetroffen. Ich dachte, ich treffe alle, aber dem war wohl nicht so. Da ist noch eins. So, und weiter auf Booster drauf. Wir haben ziemlich viel Energie, also wir können nochmal eine kleine Rotation wagen. Um ihm ein bisschen Schaden zu machen. Das heißt erstmal wieder Energieschaden sparen. Oh, ja. Also Solo ist das Ganze natürlich viel einfacher. Wow. Lass mich mal. So viel zum Thema Energie sparen, aber irgendwie muss ich diesen Typen down kriegen und ich glaube, nur mit der Waffe hätte ich das nicht hinbekommen. Kollege, du musst erst die Killerbienen töten und dann kannst du das Ding, glaube ich. Ah, ich helfe dir gerne, gar kein Problem. Geh down. Da kommt Booster. Hi Boost. Das war schlecht. Ah, da hinten müssen wir hin. Wow, wir kommen hier nicht vorbei, wir werden geblockt. Ich würde eigentlich gerne diese grün leuchtende Biene da zuerst töten. Kriegen wir so alle? Ich glaube, wir haben alle getroffen. Ist auch die hinter uns. Komm schon, komm schon, geht doch. Wow, wow, wow. Flammenladung. Drei Stück getroffen. So, und jetzt auf Booster Gold wieder. Der ist gleich da. Nein. Oh yeah. Wir müssen den letzten Hypnopollen-Generator fertig machen, um Booster zu befreien. Und dazu müssen wir diesen Captain Bumble besiegen. Aber um echt zu sein, Leute, will ich erst die anderen besiegen, bevor ich auf den netten Herrn hier einkloppe. Wo ist er? Wo ist er hier? Komm her. Komm her. Den haben wir aber auch gleich. Okay, da betäubt uns nochmal. Wir sparen uns die Energie, weil unser Kumpel macht das schon. Aber ich will den letzten Pollen-Dings deaktivieren. Aber nur. Booster Gold. Wieso hat er eine blaue Aura? Ich meine, das sieht cool aus, aber wieso hat der eine blaue Aura und wir haben keine? Das ist unfair.
Also dieses blaue Nimbus-Aura, die wir uns angeguckt hatten im letzten Video, die finde ich schon echt schnieke. Leider habe ich keine 6 Millionen. Das ist so ein Pisser. Er hat Angst. Das ist alles. Deswegen verschwindet er jetzt. Pullen nicht den ganzen Raum. Wow, was ist das? Müssen wir die kaputt machen? Die sind mir noch nie aufgefallen. Wahrscheinlich sterben die einfach zu schnell sonst. Keine Ahnung, was die Dinger machen. Okay, okay, okay. Ich habe verstanden. Ich habe verstanden, habe ich gesagt. Ha? Du verstehst aber anscheinend nicht, mein Freund. Vielleicht sprichst du ja die Sprache des Schildes. Okay, der da ist eigentlich ziemlich krass. Ja, den machen wir nämlich so gut wie keinen Schaden. Da sind wir jetzt mal in Fähigkeiten. Ja, das erhöht unseren Schaden ungemein. Meine Güte, wie viel hält dieser Typ denn aus? Solange der andere genug Energie hat und so zahlen, ist eigentlich alles okay. Dieses Geschütz macht mehr Schaden, als ich gut finde. Tja, in der Farbe sehen die Flügel eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Da wollen wir raus, dafür geben wir Energie aus. So. Würde ich sagen, machen wir mal hier. Oh. Hinter uns sind Gegner. Da sind noch mehr Gegner. Das sind ziemlich viele Gegner. Da werden wir da mal eine Flammenladung benutzen. Um diese Gegner Schaden zu minimieren. Da ist noch einer. Wir werfen mal unser Schild. Ja, kümmern wir uns erstmal den hier. Und dann kümmern wir uns um ihn hier. Zerstören wir das Ding noch. Perfekt, was haben wir hier? Kann ich nicht gebrauchen. Ja, mach du mal den Typen fertig. Ich gehe mal in der Zwischenzeit weiter. Ja, renn du nur, renn du nur. Ich hätte auch Angst vor so zwei mächtigen Helden. So. Okay. Und dann die Flammenladung in your faces. Ich bin gerade auf mich alleine gestellt, merke ich. Und das gefällt mir nicht so. Und jetzt bin ich auch nicht mehr auf mich alleine gestellt. Ich habe diese Jäger-Dings selber gesehen, sonst wäre ich, glaube ich, nicht so aggressiv da reingesprungen. Ich hätte gedacht, das sind nur die... Achso, die kamen von da unten. Damit haben wir mal die Hälfte der Angreifer weggebombt. Und machen wir das auch mal mit der anderen Hälfte. Den haben wir da nicht erwischt, aber. So. Ah, jetzt sind wir kurz vor dem Kampf. Ich will ein bisschen Mana restoren, um ehrlich zu sein. Energie, sorry.
Aber ja, es wird schon gehen. Da ist ja der Feigling von denen. Ich bin nicht sicher, ob das Ding männlich oder weiblich ist. Sieht irgendwie weiblich aus. Sie ist auf jeden Fall weiblich. Queen Bee. Oh ja. Eben ist er noch da gelaufen. Wo kommt der her? Oh warte, das ist keiner von denen, die gerade gelaufen sind. Oh, es wäre schon scheiße, wenn ich jetzt direkt sterben würde, oder? Okay. Gut, dass der Typ heilt. Da haben wir noch mal einen Erfolg bekommen. Jetzt verkloppen wir Queen Bee persönlich. Nein! Die ist aus unserer Supercharge-Attacke rausgeschwungen. Oh, nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Die haben sich gegen uns gestellt. Das Problem ist, die sind auch noch da. Und die sind ziemlich widerstandsfähig, wie wir uns erinnern. Ich glaube, eigentlich sollte ich Queen Bee angreifen, oder? Wir müssen leider die Energie sparen. Gibt's hier irgendwo so ein Heal-Ding? Wo ist Queen Bee? Queen Bee? Hinter uns irgendwo. Ach, da bist du. Hallöchen, Schätzchen, wie geht's dir denn heute so? Oh, boom. Auf geht's, die Gegend zu fliegen. Wie soll ich dich da denn kriegen? Komm da wieder runter. Ich sag, du kommst da runter. Ich fokussiere mich jetzt auf sie. Ich kann nicht aufstehen, ich habe nicht genug Energie. Na, ich komme auch hier nicht raus da. Jetzt komme ich raus. Oh, sie ist so low. Komm schon. Jetzt. Ah, da haben wir sie. Problem, die Jäger sind noch da. Und die wollen noch nicht verschwinden, auch wenn ihre Königin down ist. Dann machen wir die jetzt noch fertig. Okay, jetzt sind sie weg. Ja. Wir haben Mesh angemacht. Aber ist auch klar, weil er irgendwann auf Halt umgestiegen ist. Und wir das höhere Combat Rating haben. Gucken wir doch mal, was wir bekommen haben. Wir haben... ein bisschen chatten. Was haben wir hier? Aufpasserring und... beidhändig. So. Wir müssen, warte mal. So, wenn ich liebe, ja genau, okay, dann machen wir weiter Duos mit ihm, würde ich sagen. Das ist doch sehr gut, wir haben zwar jetzt schon 25 Minuten.
Wir haben lang gebraucht, um das zu machen. Ehrlich zu sein. Ja, das ist der einzige. So, dann laden wir gerade mal eine Gruppe ein. Da haben wir schon wieder 1800. Ja. Ich würde sagen, ist denn noch für alles offen? Ja, okay. Melden wir doch dafür an. Und wie sieht's hier aus? Da hat er den wöchentlichen Preis. Achso, das habe ich eh nicht gemacht. So, die beiden. Ja, ich würde sagen, ich kläre das jetzt mit ihm. Und dann sehen wir uns doch im nächsten Video. Also, sonst wird das hier ein bisschen still, weil ich irgendwie nachdenken muss, um das hinzukriegen. Also wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.